Hello, 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 hello. Anybody out there? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, danke. Es geht. Meine Güte. Jo, wir leveln den Runenläufer für heute auf jeden Fall einmal. Und dafür will ich erstmal gucken, ob das Training immer noch geht.
Test, Test, ob das funktioniert, wenn ich rede. Okay, es funktioniert. Hallo, mein zweites Ich im Chat. Lol. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Aufzug zufrieden bin, weil die Mütze dunkler ist als der Rest. Ja, der Hundelauf ist auch nicht der schönste, ne? Jo. Dann geht's mal los. Ich bin mal gespannt, ob man noch Missionen machen kann. Ja, man kann noch Missionen machen. Na dann, let's go zu New Hillcrest, okay. New Hillcrest, let's go. Danach gucke ich mal, ob man irgendwie Musik anmachen kann, die man auch hört. Also muss ich mal schauen. So, wir bringen das schon ein bisschen Gummibärchen. Ich esse Lachgummi, liebe Lachgummi. Also kommt alle auf Server 2. Können wir zusammen leveln. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr den Runenläufer schon habt oder noch nicht. Und vor allem, ich habe den gestern Nacht geholt noch. Also nach 0 Uhr kann man das Druidentraining dann wieder machen, falls jemand diesen Tipp braucht. Weil ich unbedingt fertig werden wollte und dachte, ich komme dann voll weit mit meinem XP hier. Aber die sind trotzdem, ich bin immer noch so weit von Level 21 entfernt, einfach. Schlimm. Ja. Aber egal, jetzt kommen, keine Ahnung, es werden schon wieder Quests kommen, schätze ich, und dann kriegst du irgendwann hin. Das Ding ist halt, ich spiele seit 2012 und könnte schon Level 23 sein, aber nein. Ich habe halt zwischendurch kaum gespielt, das war halt blöd. Das ist eigentlich eins der einfachsten Missionen, da kann man nicht viel verkacken. Jo, wenn man sich mal irgendwie ansammeln sollte mit Menschen, die zuschauen, dann kann man auch coole Sachen machen. Aber ja, bisher ein bisschen schwierig. Man muss so viele sammeln, das dauert immer so ewig. Ah, Mann. Come on! Ich habe meinen Runenlaufer einfach Runi genannt. Ich glaube, das ist das Standardmäßigste, was man tun kann, aber egal. Ich find's süß. So, noch 6 Stück braucht man. Man eigentlich das Seelenreiten erst, wenn man Epona frei hat, weil wenn man Missionen in Epona hat und die dann gar nicht machen kann, wäre voll blöd. Aber ich habe keine Ahnung. So, noch eins, komm schon, let's go. Nehmen wir das hier. Na, nein! Ach, ich hasse es, wenn dieser Wendekreis nicht passt. Wo ist es jetzt? Da. Ah, mein Gott, ich bin so blöd. Was ist das? Jetzt. Halleluja. Halleluja, jetzt gucke ich mal nach Musik. Ich weiß nicht, ob man die im Hintergrund hört. Ich höre mal immer noch so Live-YouTube-Musik, weil ich glaube, die ist lizenzfrei. Live-YouTube-Musik. Ja, neue Belohnung freigeschaltet. Schön wäre es, ich habe diese Belohnung schon.
Chill-Vibes oder so. Ich mach mal das hier an. In den nächsten 60 Sekunden werde ich dir einen der schnellsten Wege zeigen. Ja. Millionär zu Will ich nur wissen. Tschüss. Okay. Wie sehr man das hört und ob man mich noch hört. Ich würde sagen, jetzt gerade ist ein bisschen laut noch. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Aber krass, dass man das so sehr hört, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ich guck mal noch nach was anderem, was man hören könnte. Ja gut, ist halt die Frage, ne? Was wir hören wollen. Live YouTube Music für den Stream. Ja. Was ist das hier? Let's see, what's that? Okay, ich weiß nicht. Was hören denn die Leute immer so? Ich weiß es nicht. Ich hab die Tipps schon mal. Ist mir auf jeden Fall zu viel. Ich brauche irgendwas Chilliges. Ja, lass mal das ausprobieren. Das hat ganz viele Klicks. Ja, ich denke, das wird passen. Ich habe einfach mal, falls es nicht passt. Ich hasse die Mission eigentlich, also wenn ich die nicht schaffe. Ich hab's irgendwie vor einfach wieder auf. Ah! Ja, okay. Jetzt. Die ist immer noch voll laut. Was kann ich eigentlich? Der Rundläufer, aber keine Ahnung. Der läuft aber auch noch so langsam, deshalb ist das Level 2, ne? Ja, nee, ich glaube, dann machen wir eine normale Ränge. Ich weiß nicht, wie viel XP gibt es normale Ränge. 200 oder so? Ja, ich mach den. Sonst mache ich den mit 10 Euro.
Ja, ganz toll. Keine Lust mehr. Die ganze Zeit im Kreis. Seitdem. Der ist ganz leicht cool. Schauen. Da steht da immer neue Belohnungsflächen oder was? Das ist doch völlig verarscht, das wird schwierig. Ich unnötig, nicht? Sagt es hier, ich hätte irgendeine schlechte Videoauflösung? Ja, keine Ahnung. Ja, komm, mein Gott, dann mach ich das jetzt mal fertig. Ich bin nämlich echt nicht sicher, ob ich das dann machen kann, wenn ich den Wunderfall jetzt habe. Dann wollte ich auch noch einen Hack ausprobieren. Ich habe nämlich vorher was gesehen. Leute, kommt doch mal. Den Stream. Leute, ihr dürft gerne reinklicken. Wie kriegt man den Stream Erreichbarkeit? Ich verstehe es nicht. Wie? Muss man irgendwie Glück haben oder wie? Ich verstehe nicht. Es würde, glaube ich, echt Spaß machen, wenn viele Leute da wären, aber. Ja,
Es ist so traurig, dass jetzt einfach nichts mehr gibt. Nein. Und ich selbst. Ich hoffe irgendwie, dass die Auflösung nicht so schlecht ist, wie mein Stream gerade sagt. Aber das werde ich wohl nicht rausfinden, weil ich sehe es ja nicht wie hier. Ach, hier ist das. Ja, okay. Ja, wo wollte ich überhaupt hin, ist die Frage, ne? Mag die Welt denn überhaupt nicht? Da kommen wir erstmal nicht mehr abholen. So, ich würde sagen, ich mag die Mali-Rennen in letzter Zeit voll gerne. Dann können wir die machen. Und ansonsten würde ich sagen, Star Shine Ranch wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit wegen den vielen Fee, die man dort abstauben kann. Oh mein Gott, ich hasse diesen Traum. Ich glaube, ihr seid gar nicht mal so krass hinterher. Ja, das ist halt nicht so krass. Ich stehe jetzt vor Marvel, also schon gesehen. Let's go. Ja, doch, die Rennen sind eigentlich ganz cool. Diese Koppelrequisiten hier, die sind einfach, ich weiß nicht, es gibt nichts Unnötigeres. Kommt mir das gerade nur so vor, oder ist Server 2 irgendwie? Ja, okay, jetzt habe ich gerade zwei Leute gesehen, aber Server 2 ist gerade irgendwie länger. Ja, ich würde sagen, später geht's zum Chumpy. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Golden Hills, ja. Da kann man ja mal sehen, wie viele Leute da sind. Green Sparrow Rennen mag ich eigentlich auch gar nicht, aber es geht schnell. Und dann hat mich hinter sich. Kann man schon machen. Kann man überlegen. Mal ein Globi schreiben. Kann ich hier? Ne, ich kann hier natürlich nicht schreiben. Im Sinne von, dass ich gerade streame und wer Bock hat, kann vorbeischauen. Das, was man nur schauen ist,
Und zwar streamen überhaupt schon mit Chat-Sperre und so. Das wäre blöd. Ich weiß nicht, ob es irgendwie schon zu spät ist unter der Woche, dass jetzt Leute hier nicht mehr wach sind oder so. Kein Mensch hier einfach irgendwie herkommt. Ja, okay, scheiße. Oh, das ist pretty tall. Yes. Boah, gefällt mir nie, ich würde sagen, wir rennen jetzt irgendwie hin. Nach Silver Glades Village oder so, wenn man dann mit Logi schreiben kann. Und falls dann irgendjemand Langeweile hat, vielleicht verirrt er sich ja auf meinen Kanal. Und man kann was zusammen machen oder so. Man kann die 10 Logi schreiben, yes. Ich streame gerade als jemand mal vorbeischauen möchte. Smiley heiße. Da wie. Also da heiße. Da wie hier. Wehe, die Nacht wird gesperrt. Ich habe mir jetzt voll Mühe gegeben. Oh mein Gott. Jo, ist überhaupt irgendwer von meinen Freunden online? No. Ist irgendwer von der Tür? No. Falls ihr jetzt nicht bemerkt habt, ich bin in den Emerald Aces. Falls das jemandem was sagt, ne? Also wir pausieren gerade so ein bisschen traurig. Genau, wir wollten auf die Star Shrine Ranch Tiere suchen gehen. Aber ich glaube, ich gucke vorher nochmal, ob ich doch ein anderes Outfit anziehe. Das Ding ist halt, es muss irgendwas Grünes sein, weil er halt dieses Ding hinten da hat. Das ist ein bisschen schade. Wir gucken mal. Obwohl eigentlich, also ich bin sehr zufrieden mit der Schabracke, weil die hat genau den Ton und der Sattel, der hat auch genau den Ton. Theoretisch, ja, ach man, ich bin mit meinem Outfit eher noch nicht so zufrieden. Und mit der Schabracke, ja, natürlich kann ich dieses scheiß Tonzeug nicht anziehen, was ist das? Wirklich. Das sieht halt auch nicht schön aus. Gab es kein druiden Soundzeug oder so? Ich weiß halt echt nicht, ob ich einen Politikzaum zurückgeguckt habe. Oder ob da irgendwie das hier vielleicht? Doch. Ey, ich bin so schlecht. Ich sehe es vor allem jetzt gerade unten. Ah nein, wir lassen das drauf. Das passt dann. Von der Kleidung her. Vielleicht nicht gut? Ja, komm, ich kann den ziehen. Ich bin echt nicht zufrieden, vor allem die Aktien. Das ist alles so dunkel. Der Pulli passt eigentlich echt gut. Außer ich habe jetzt noch irgendwas Grünes, was besser passt. Ja, der Pulli vielleicht. Ah. Ah. Leute, aber keine schöne Kunde. Ja, eigentlich ist es schon die schönste Option, was ich hier habe. Das sind die Tweeden-Handschuhe, glaube ich. Oder
ich bin in der Farbe. Ich weiß nicht. Weiß nicht so richtig. Vor allem, keine Ahnung, ja, was bin ich nicht. Diese Schuhe doppelt verkauft. Okay, ich habe jetzt die Schuhe halt auf einen Punkt. Man kann dem halt nicht mal Gamaschen anziehen. Ich würde voll gerne Gamaschen anziehen, aber das hat natürlich so fette Füße. Ne? Ich weiß nicht, was mich stört, aber irgendwas stört mich. Irgendwas stört mich voll. Mit dem Schleifen. Das ist fies. Mit Herzchen. Ich habe eine Tasche und ich habe das hier dabei. Komischer Teddy, was ist das denn? Was ist denn hier so? Eigentlich die. Ja, doch, die passt gut. Ja, die passt gut. Die passt sehr gut. Hat irgendjemand was in Klobi geschrieben? Okay. Ich glaube, niemand hat so wirklich Bock. Vor allem die da schreiben, ich habe keine Ahnung, wo die gerade rumgammeln. Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal noch ins Outfit. Ja, ich glaube, ich muss das Oberteil ändern. Eigentlich ist es süß, aber etwas braunes. Nein, das ist so schick. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Was? Kann doch nicht so schön sein, hey. Ja, das sieht aus wie ein Jack Sparrow Outfit. Warte, ich. Was ist denn los? Habe ich nichts zum Anziehen gesehen. Okay, wir müssen im Klobi gucken. Okay, jemand schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Man schickt mir eine Freundschaftsanfrage, das kann ja jetzt nur durch den Klobi kommen, also schauen wir mal, was da passiert. Hä, das habe ich vorher noch nicht gesehen, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Das ist jetzt schon was, nein. Wir gucken mal im Klobi. Also ich will halt diese Schriftpacken auch noch irgendwie. Also, Tops in... Das auch noch was machen. Das weiß ich nicht, die Schafkacke natürlich. Das ist auch. Das ist halt was dunkel, ne? Ah, was könnte da noch passen? Wir gucken mal nach grünen Sachen. Was könnte da passen? Das ist auch ganz cute. So ein Ranger-Outfit, oder? Leute. Das wäre süß, ohne dass es nur kalt wäre. Dann wäre es besser. Das ist süß, aber so winterlich. Das wird eigentlich gut. Hä, lol, lass das einfach mal kaufen, das ist nicht mal teuer. Let's go. Okay. Ja, es sind eigentlich ganz viele Sachen da. Vielleicht wird es einem was mit Frauen gegeben. Wir hatten schon drei aufgerufen. Oh! Hi an Alina Baldes. Du bist ein großer Fan, weil du was in den Sahi geschrieben hast. Okay, ich weiß nicht genau, was du meinst. Und ich sehe auch, dass eigentlich gerade gar kein Zuschauer mehr da ist. Also, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch hörst.
aber irgendwas stimmt mit deinem Satz nicht. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber wahrscheinlich meinst du ein Globi oder so. Genau, vielleicht bist du sogar die, die mir die Freundschaftsanfrage gerade geschrieben hat. Das kann natürlich auch sein. Kannst gerne nochmal reinschreiben dann. Das wäre halt auch eigentlich nicht schlecht, die Farbe. Wenn wir ehrlich sind. Aber ich kann jetzt irgendwas kaufen, ich habe kein Geld mehr. Ich habe nur noch 5 Pfund. Wir müssen ganz, ganz, ganz schnell. Ah, ein Sack-Chat. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Sack-Chat geschrieben habe. Ich glaube, ich habe doch nur Klobi geschrieben, aber ist doch wurscht. Ich habe einfach ein Essensohrer geschrieben, weil es ein bisschen opferhaft, aber keine Ahnung, niemand hat zugeguckt. Auch voll komisch, dass du jetzt hier schreiben kannst, aber mir angezeigt wird, dass nie, also dass ich gar keine Zuschauer habe. Richtig seltsam. Wir sind auf jeden Fall gerade dabei für meinen Huhnläufer, den ich heute Nacht um 1 Uhr oder so bekommen habe, noch ein Outfit zusammenzustellen. Was sich irgendwie schwierig gestaltet. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Das passt zu den Socken. Ja, Leute. Aber nein, wir nehmen jetzt einfach das T-Shirt. Wir nehmen jetzt einfach das T-Shirt, das ich gerade gekauft habe. Ja. Wow, wie schön die gerade die Flügel gestreckt hat. Habt ihr das gesehen? Krass. Ja, okay, ich bin nicht 100% zufrieden. Aber ist mir jetzt Wurst, wir gehen einfach weiter. Ja, komm, das ist doch süß. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Ort finden, wo ich ein Bild machen kann, weil ich einem Freund von mir noch ein Bild schicken wollte von dem Huhnläufer, weil ich so stolz darauf bin, den endlich zu haben. Ja. Wo könnte man ein schönes Bild machen? Wo ist denn schön grün? Dann kann ich wieder mehr so in der Mannheim gehen, ne? Oder wo könnte es mystisch sein? Wo ist man denn oft mit den, wie heißt es, mit den, mit den Soul Ridern gewesen? Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Halt da bei Epona, da wo, oh Gott, da bräuchte ich aber ewig diesen Kessel, nee, nicht der Kessel. Ah, ihr wisst, was ich meine, da wo die Statuen sind, aber das ist eh so nebelig. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wie kann ich ein schönes Bild machen? Vielleicht im Nebel fahren? Ja, lass mal nach Dunder reisen. Mal schauen, ob diese Elsa noch geschrieben hat. Aber irgendwie. Ich habe ihm jetzt eine FA geschickt, aber antwortet auch nicht mehr. Und jetzt hier. Ich kann es halt echt nicht sagen, guckt ja überhaupt noch jemand zu. Oh, hat das Ding gerade gehangen, Leute. Oh Gott, ich glaube, der hängt voll, oder? Scheiße. Was mache ich denn? Ich glaube, es geht wieder, oder? Guck mal, so schreibt mal rein, wenn irgendwas ist. Ich guck dann, was irgendwas macht. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was, weil wir haben halt einfach kein gutes Internet mehr. Okay, wir machen jetzt ein schönes Foto. Vielleicht trinken wir ein Wasser oder so. Ja, lass mal zum Wasser gehen. Stimmt, apropos diesen Geschlecht und so wählen, habe ich hier noch gar nicht gemacht, aber also Juni ist auf jeden Fall, was ist Juni? Also auf jeden Fall männlich, aber ob es jetzt ein Wallach ist oder eins eher ein Hengst, weil es so eine Art magisches Pferd. Ich würde sagen, erwachsen eigentlich. Ja. Warte, halt mich so schreck gerade. Oh, meine Füße schlafen immer ein, ich weiß es. Hey, das ist so lustig aus der Schweif, Leute. Okay.
Okay, ist jetzt noch irgendwer da? Es darf gerne in den Chat geschrieben werden. Ich will mich sonst voll einsam hier. Ich muss schon schauen. Ich weiß tatsächlich genau, ob ich hier ein Bild machen könnte. Ach, Leute. Jetzt hier einfach Küsse. So. Ja. Ja. Nee. Nee, da fällt man auch schon raus. Oder wir machen einfach auf der Brücke eins. Das war auch nicht schlecht. Schöne Augen. Mhm. Ja, aber sorry. Da habe ich echt schon wesentlich schöne Augen gemacht. Scheiße. Könnten wir denn noch blicken? Ich glaube, können wir da hinten rein machen, wenn wir schon mal da sind. Vielleicht so auf der Richtung. Oh. So ist die Position natürlich. Ja, sowas. Sowas ist doch nicht. Das sieht doch schon mal einiges besser aus. Weil ich schon mal gucken. Ach, Rudi! Warum ist das so unfotogen gerade? Da hinten. Kann ich da runter springen? Nee, da sterbe ich wahrscheinlich, oder? Ah! Ich glaube, bald ist Championat, dann müssen wir nicht gut machen. Aber erstmal kann man da irgendwo auf die Tür. Ja, hier kann man doch raus. Oha, voll der umgestürzte Baum, der ist fertig. Okay, wir gehen jetzt mal hoch. Oh, voll süß. Luna, hallo erstmal und danke, dass du sowas schreibst. Ich hoffe, das ist nicht ironisch gemeint, weil du kannst mich ja noch nicht mal lange kennen. Aber wenn es ernst gemeint ist, dann in eine Gruppe einladen. Ja klar, kannst du mal probieren. Ich kann, wenn du willst, nochmal einen Global Chat schreiben. Aber das geht gerade nicht, weil ich nicht hier bin. Also, falls du es irgendwie schaffst, nehme ich es an, aber ich bin noch kurz in Dandal unterwegs eine Weile und dann, ja, ich wollte gerade ein Bild noch hier auf der Brücke machen. Ah, oha, das ging schnell. Krass. Ja, ich nehme die Gruppe an. Stimmt, du bist die, die die Freundschaftsanfrage geschickt hat. Okay, Luna ist Elsa, das versuche ich mir mal zu merken. Oh, da ist ein Vogel. Nicht wegfliegen, ich will mit dir ein Bild machen. Oh mein Gott, nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Krass. Wie cool. Ja, okay, aber es sieht eigentlich, sieht voll scheiße aus. Es sieht echt scheiße aus. Was ist das? Okay, sorry. Das müssen wir irgendwie anders regeln. Es kann doch nicht sein, dass ich kein gescheites Bild hinkriege. Es ist, als wäre es nicht gewollt. Als würde der liebe Gott es nicht wollen.
Ja. So lala. Jetzt steht halt da. Oh, jetzt steht dann da meine Eule. Wirklich. Pech heute, Pech. So. Ich will mal was geschrieben hast. Klar kannst du kommen auch. Ich würde jetzt nur die Rennen dann da machen. Aber wir können auch gerne irgendwie zusammen hier Bilder machen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu den Rennen, aber ich denke, das findest du auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, falls du das siehst, Luna, bist du die einzige Zuschauerin oder sind gerade noch mehr da? Weil die Alina hat auch in den Chat geschrieben, aber ich krieg nur angezeigt, dass eine Zuschauerin da ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt an YouTube liegt oder wie das ist. Auf jeden Fall die Rennen. Sorry, wenn ich so lange nicht im Chat gucke. Oh, das ist der Orientierungsritt. Okay, es ist gar kein Rennen. Ich bin ein bisschen lost. Eins haben wir schon mal. Das kann man sehen. Ich liebe das auch hier, das Orientierungsrennen, weil es meistens recht schnell geht. Das in Veildale oder so ist nervig. Das mache ich nie. So auseinander einfach alles das. Ah, wer hat mir jetzt. Niemand hat mir gesagt, dass hier. Dass da ein scheiß Baumstamm liegt. Unfair. So. Hammer schafft. Du hast nur deinen Namen geändert, okay. Meinst du jetzt hier auf YouTube? Weil auf, ja, auf Star Series geht es ja nicht mehr. Ach so, du meinst, du warst die Alina? Kann das sein? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Weil wenn, dann, okay, dann gibt es ja mehr. So, next one. Ich kann hier auch ganz kurz in die Gruppen nach. Ah, ich glaube, ah, da bist du ja. Hallo. Tachchen. Ich mach das Rennen jetzt. Sorry, wenn ich gerade vor dir wegrenne. Ich will ja nichts sagen, aber hier geht keine Stimmung ab, wenn keine Zuschauer kommen. Leute, als ob ihr was Besseres zu tun habt an einem Donnerstagabend. Seid ihr alle schon im Bett oder was? Nein, ist ja kein Problem. Ich denke mal, dass die meisten Schule haben auch. Ich habe kurz Semesterferien. Und bei mir geht es am Montag dann auch wieder los. Also kein Problem. Was macht meine Eule da für fünf Stücke? Irgendwie hängt es gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht im Stream. Ah, ich liebe das nicht. Ach, bring doch darüber! Das ist so schwer. Komm schon. Also Luna, falls die Musik zu laut ist, ich höre das ja selber nicht, dann schreib einfach mal im Chat, dann ändere ich das. Wir gucken, ob du noch da stehst. Ja, ich sehe dich.
süßer Name, ein süßes Pferd. Ein Appaloosa habe ich noch gar keinen. Ich mache da noch das letzte Rennen und dann würde ich sagen, gehen wir zum. Wie heißt es? Ich stehe auf dem Schlauch zum Golden Hills Championat, wenn du möchtest. Weil ich habe schon lange kein Championat mehr gemacht. Ich glaube, meine Pferde sind super gut drauf, aber einfach so etwas drauf haben wir es. Mal wieder ganz cool. Nee, schon. Ich bin nicht so talentiert, ne? Überhaupt nicht talentiert. Sorry, wenn ich nicht so geredet, ich bin ein bisschen konzentriert. Oh nein, nicht runterfallen. Oh mein Gott, das war wirklich mal scheiße. Ey. Okay, hat er gerettet. Jetzt sollte ich bei SSO mal den Sound ausmachen. So, Dele. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Chumpy. Ich schreibe es kurz rein, dass du es auch siehst, falls du es nicht mehr hörst. Nicht wundern, wenn es hier im Hintergrund irgendwie raschelt oder so. Das ist mein Stuhl, der ist aus Leder halb und ein bisschen. So, Chunky Pferd, wir nehmen das. Das ist so komischer Bug gerade. Es kann nicht komplett gepflegt sein, aber wenn es Eder hat, dann ist er nicht so schlimm. Ich glaube, wir nehmen den Araber Pinto ganz klassisch, auch wenn er das Wissen ist. Sonst habe ich gar keine Chance, weil der wahrscheinlich nicht mehr. Naja, nicht wirklich komplett gepflegt ist. Okay, dann Grün, guten Werte, guten Werte, guten Werte. Hufeisen an, ganz wichtig, ja, habe ich, perfekt. So. Ah, dein Stall ist auch bei Steve, sehr cool. Vielleicht sehe ich dich ja jetzt, wenn ich rausgehe. Allerdings haben wir nur noch 3 Minuten, das heißt, ich muss jetzt gleich zum Hänger. Nicht, dass wir die Anmeldung verpassen, das wäre natürlich sehr schade. Wahrscheinlich kommen wir aber nicht in gleiche Gruppen. Ich habe gesehen, du bist Level 16, also ich weiß nicht. Je nachdem, wie viele Leute da sind, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber irgendwas piekst in meinen Fuß. Was ist das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man jetzt wieder nicht in Flogi schreiben. Ne? Jetzt hätte ich nochmal schreiben können. Die Leute kommen in den Stream. Das ist langweilig. Brauchen die Leute. Falls du jemanden kennst, kannst du ja bestimmt sagen. So, okay. Ich würde sagen, anmelden. Und dann gucke ich mal, wie man auf dem Club da ist. Ich glaube, aber nicht. Lassen. Stellen wir uns mal in die Ecke. Die ist leer, da steht noch keiner, dann ist das jetzt die
Streaming-Ecke für mich. Yay. Hä? Habe ich mich nicht angemeldet? Ah, shit, weil ich in der Gruppe war. Sorry, ich bin jetzt aus der Gruppe raus, ne? Das habe ich fast vergessen. Dass man sonst ja nicht da rein kann, ne? Gut, dann haben wir's. Ich sehe dich auch. Siehst du mich? Ich bin hier. Oder bist du die Falsche? Ich weiß gerade nicht. Luna, du liest doch Luna. Nee, du liest Elsa. Elsa, genau. Nee, dann bist du nämlich da. Jetzt, oder? Bist du die? Hm. Ich weiß nicht. Okay. Du bist schon hier. Ah ja, hi. Perfekt. Sehe dich. Süßes Pferd. Das ist ein alter Araber, oder? Wie heißt der denn? Darkness Apple. Süß. Sehr süß. Meiner heißt Stormy, weil er soll so schnell sein wie der Wind, also Sturm, ne? Wenn das Sinn ergibt. Und die Musik ist ja gerade auch ein bisschen anstrengend. Ich muss ganz kurz weg. Ich bin aber gleich wieder da. Du kannst gerne ein Bild machen. Hey, bin wieder da. Oh mein Gott. Das war knapp. Fast den Start verpasst jetzt einfach. Ich hoffe, du hast ein schönes Bild bekommen. Ansonsten können wir gerne auch später die Pferde wechseln und dann andere Bilder noch machen. Aber jetzt geht's hier erstmal los. Wow, normal stehe ich meistens ganz rechts, weil ich am längsten spiele. Aber jetzt war eine echt noch rechts von mir. Das heißt, sie spielt noch länger als 2012. Das ist krass. Ich glaube aber wirklich, das wird jetzt siegmäßig hier nichts. Weil, wie gesagt, irgendwie mein Pferd nicht ganz versorgt ist. Ich muss mich trotzdem sehr konzentrieren auf den Pfeil. Nicht das einfachste Championat. Es gibt nur eine Gruppe, dann bist du wahrscheinlich sogar in meiner Gruppe. Das heißt wahrscheinlich auf jeden Fall. Wow, dritter. Krass, läuft. Okay, ist nur noch eine vor mir, die andere könnte ich vielleicht sogar noch überholen, obwohl es jetzt wieder voll schnell ist. Okay, nein. Aber dritte, kommt dritte Schaffe. Thank you.
Die mein Kaninchen steht hier gerade. Ich glaube, die will im Stall. Nein, bin ich jetzt ernsthaft Vierte? Wie? Was? Oha. Okay, das ist hart. Ich war noch die ganze Zeit Dritte, jetzt bin ich Vierte geworden. Ach Mann. Nee, da bin ich nicht so einverstanden. Das ist blöd. Das ist echt blöd jetzt. Was ist das? Ah, mein Hase heißt übrigens auch Elsa, ne? Jo, jetzt habe ich vergessen, die Gruppe zu verlassen. Auf geht's. Ich glaube, ich muss aber kurz aufs Klo. Ich bin kurz weg. Wieder da. Okay, aber es ist niemand mehr da. Oh Mann. Das ist schon hart. Okay, aber ich glaube, du hast mir wieder eine Gruppeneinladung geschickt. So. Hab dich. Danke trotzdem für die Glückwünsche. Ah, ich glaube, du bist wieder im Stream, kann es sein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch machen kann. Wahrscheinlich mache ich so bis halber noch. Aber mal sehen. Kann man wahrscheinlich wieder nicht im Tobi schreiben. Keine Ahnung, irgendwie kommen halt nicht mehr Leute dazu. Vielleicht schreibe ich mal einen Sagtipp einfach.
so. Ich habe natürlich meinen Namen nicht geschrieben. Leute, ich streame. Schaut gerne vorbei. So, jetzt lädt mich die Elsa gleich ein in ihren Stall. Sind wir mal gespannt. Ich muss ganz kurz gucken, ob mein Kumpel noch spielt gerade. Ja, tut er, okay. Ja gut, lass hier noch in Ruhe. Mal gespannt, ob die Einladung jetzt gleich kommt, aber ich würde mich ja vorher noch schnell. Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt hätte ich mir noch ein anderes Pferd geholt. Wieso hat es jetzt nicht geklappt? Ich habe auf Ja geklickt. Hä? Okay. Kannst du nochmal schicken? Ging irgendwie. Nicht so. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mir nochmal eine Einladung schickt oder nicht. Es fühlt sich halt so armselig an, Werbung zu machen, aber keine Ahnung, anders funktioniert es halt nicht. I say da, hier. Yes, klar, immer noch. Okay, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ich habe darauf Ja geklickt. Wieso geht es nicht? Mann, wieso klappt das nicht? Komisch, das ist echt komisch. Vielleicht muss ich mal abholen, aber wer weiß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich gerade auch irgendwie beim Champion-Platz war oder so. Aber eigentlich gibt es gar keinen Sinn. Okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Antworte ich aber später wahrscheinlich. Richtig komisch. Wieso kann ich mich nicht einladen? Nein, Snap. Soll ich es mal probieren? Ja, Leute, ich glaube, ich probiere es einfach mal. Ein bisschen, ob es irgendwie, keine Ahnung, woran liegt, aber. Seltsam. Kann ich auf jeden Fall noch schnell. Hä? Hä, lol. Ist das jetzt dein Stall? Leute, das ist mir noch nie passiert. Ich habe einfach auf Steve geklickt. Ich dachte, ich komme jetzt in meinen Stall. Okay, ja gut. Ich ziehe mir mal was Schöneres an, weil ich mag das Outfit nicht so. Und dann schaue ich mich mal um hier im Stall. So. Let's go. So, wir haben hier. Wir machen jetzt ein bisschen Pferde bewerten oder so. Ich habe eh nichts anderes zu tun. Banana Cupcake. Okay, da möchte ich gleich reinbeißen. Das habe ich auch, das Pferd. Also dieselbe Farbe, dieselbe Rasse. Auch ein sehr süßes Outfit.
cute, cute. Und dann ist das hier wahrscheinlich das Pferd, das sie gerade reitet. Oh, sie hat aber auch noch mehr Pferde als ich und ich bin halt, keine Ahnung, ein paar Level höher. Wow. Kaktus, ein Friese mit Flecken. Auch sehr süß. Ja, doch, gefällt mir, der ist cute. Cute, cute, cute. Da haben wir ein magisches Pferd, Winterlight. Der Name passt auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall sehr gut. Okay, irgendwas nervt mich gerade an meinem Schreibtischstuhl. Moment. So, jetzt kann ich besser ranrutschen. Und irgendwas in die Uni geschrieben. Ja, okay, nichts dazu. Gut, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Next one. Ah, dieses, wie heißen die nochmal? Zebra-Pony-Teile. Shadow Beauty, auch sehr schön. Ja, ja. Oh Gott, okay, jetzt ist das Pferd im Pferd und es existiert doppelt. Gruselig, aber okay. Dann haben wir als nächstes, ja genau, das kenne ich ja schon. Tsunami, sehr süß. Und ein Watch von Angel Dancer, auch sehr cool. Ich bin kein Fan mehr von diesen Doppelnamen, aber schon süß. Oh shit, nein, hab ich jetzt den Livestream abgebrochen. Okay, ich glaube, ich bin wieder da. Es hat gerade irgendwie komisch abgebrochen. Ich hoffe, das passt jetzt wieder. Ich muss auf jeden Fall bald was trinken, aber ich halte es noch ein bisschen aus. Angel Dancer ist auf jeden Fall auch sehr cute. Ist das der helle? Nee, das ist der aus der App, oder? Cool. Den habe ich, glaube ich, noch nie im Spiel so wirklich gesehen. Sehr schön. Dann einen alten Friesen. Ich mag die alten Modelle nicht so sehr, aber sieht aus wie so ein Barbie-Pferd, finde ich. Wie so ein Barbie-Pferd, echt. Hier haben wir Caramel Cookie, den habe ich auch, genau denselben. Der heißt bei mir, glaube ich, auch der heißt ein meiner, ich weiß gerade gar nicht. Und ein altes Jahrhundertes Pony, Firefly, so heißt mein Welsh Pony. Cute. Okay, dann gehen wir mal auf die hinteren. Oha, wie sieht hier einfach doppelt stehen? Wie? Das ist ein Bug, oder? Okay, ich muss ganz kurz die Musik gerade ein bisschen leiser machen. So, ich hoffe, das ist jetzt angenehmer für alle. Okay, was hat sie geschrieben? Irgendwas mit K. Ja, es sieht halt echt so aus. Es erinnert mich an diese alten Barbie-Filme, die ich früher immer geguckt habe. Okay, dann gucken wir weiter. Ach Gott, oh, ich liebe die Gotlands. Ich sag's euch wirklich. Die sind so süß. Dieses eine, das sieht ein bisschen aus wie eine Kuh. Das habe ich mir auch nicht gekauft, weil ich finde, es sieht aus wie eine Kuh, aber es ist trotzdem süß. Und Dark Beauty passt auch dazu. Ace Angel, auch sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Kann ich jetzt eigentlich sehen, ob das jetzt ein Wallach, Stute, bla bla ist? Kann ich mich da draufsetzen? Nee. Okay, kann man das irgendwie sehen? Nee, ich glaube, doch. Nee. Ich kann es jetzt doch nicht sehen. Okay. Na gut. Was haben wir hier? Das ist... Was bist du? Guck mich an. Ah, das sind die Mustangs, glaube ich. Sind leider auch nicht so mein Fall, aber sieht nicht schlecht aus, ja. Outfit passt auch gut. Da steckt mein Name drin. Ich heiße dann echt Laura. Da steht einfach Laura. Lol. Und dann noch ein, oh Gott, wie heißen die Dinger? Diese magischen Pferde, ich weiß gerade nicht mehr. Aber ich mag die Andalusia auf jeden Fall gern. Okay, hier war jetzt nichts mehr. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Gut, du kannst die Pferde wechseln. Kannst du aber gerne dann vorne reinmachen, weil ich, das ist einfacher, die abzuarbeiten nach und nach.
Und ich gehe kurz was zu trinken holen, nicht wundern. Okay, ich glaube, wir sind beim nächsten Pferdeset, weil das Finnpferd war vorher noch nicht hier. Das Finnpferd heißt Cake Flower. Okay, das ist goldig. Das wird mal gestreichelt, ich finde es nicht. Oh nein, es ist auch schon wieder doppelt. Was ist da falsch? Das ist so gruselig. Oh, du hast sogar das weiße Beige Pony. Das finde ich auch so süß. Die Augen. Diese Augen. Was ist das? Kann ich ein Bild mit deinem Pony machen eigentlich? Ich kann ein Bild mit dem Pony machen. Okay, sorry, ich muss deinen Pony kurz ausnutzen, weil es ist geil. Okay, es sollte aber eigentlich hierher kommen. Okay, wie süß ist das bitte? Oh mein Gott. Es ist so süß. Ich glaube, ich muss mir das noch holen, aber ich habe schon so viele Schimmel einfach. Oh mein Gott. Sehen wir nicht toll aus zusammen. Ist schon cute, Leute. Mein Gott. Ich mach jetzt einfach mit deinem Pferd, oder? Let's go. Okay, next. Okay, den schwarzen Friesen habe ich auch. Der heißt bei mir, glaube ich, Mooney oder so. Blue Candy, okay. Sehr süß. Mavari habe ich selber noch gar keinen. Der ist auch cool. Schwarzen habe ich noch nie so wirklich gesehen. Cool. Vor allem die Blässe vorne, oder was immer das ist. Unterbrochene, dicke, dünne Blässe. Süß. Was haben wir hier? Ah, die alten Ponys. Ja, da habe ich auch noch eins auf der Koppel stehen, aber das wird nicht mehr benutzt. Das sieht einfach. Hier ist einfach so ein Loch in der Mähne. Also. Nicht so mein Fall. Ah, da haben wir ein. Wie heißen die? Die, wo Pippi Langstrumpf reitet, die Knappstrupper. Auch sehr süß. Ich mag deren Köpfe irgendwie aber nicht so gern. Keine Ahnung, der sieht ein bisschen eingebildet aus. Keine Ahnung. Ah, ein Fjordi. Autumn Beat, sehr süß. Fjordi habe ich auch noch keine, aber ich weiß nicht. Die sind ein bisschen zu teuer für das, wie sie aussehen. Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie, als wären sie halt gemalt. Keine Ahnung, nicht so ganz realistisch einfach. Und das hier ist wahrscheinlich dein Anfi, oder ist das für eins? Kann man irgendwie, wieso kann man nirgends die Rasse sehen? Bin ich zu blöd? Was ist das für eine Rasse? Entweder ist es dein Anfi, oder ist es ein... Ne, ich glaube, es ist dein Anfi. Naja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist das Anfi. Sonst fällt mir da gerade nichts ein. Oder wie heißen die denn, diese einen da noch? Egal, okay, haben wir noch was? Oder war es das jetzt? Bin ich irgendwo noch nicht gewesen? Ah, natürlich. Das Umbra. Umbra hieß doch das eine. Umbra und Isla. Das ist das Isla. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen da. Candy Berry passt auch sehr gut zur Farbe. Voll schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und dann haben wir noch Cat Beat. Auch eines der älteren Modelle. Keine Ahnung, was das für eine Rasse ist. Schwierig, kann ich jetzt eigentlich sagen. Den alten kenne ich mich jetzt auch noch nicht so aus. Dann gucke ich weiter, ob hier was Neues ist. Ah, natürlich das Geburtstagspferd. Das hat jeder. Das heißt bei mir, glaube ich, Twilight. Hier heißt es Mystic Bubble. Auch süß. Und da, das genau, die stehen doch gerade bei Dings oben beim Jasper. Auch cool. Auch wieder doppelt und auch wieder verwandelt. Ey, ist nicht normal. Ja, ich weiß nicht, was das für eine Rasse ist. Ist auch leider nicht so meins. Ich habe irgendwie voll einen speziellen Geschmack. Ich habe manche Pferde dreifach und andere halt gar nicht. Araber Pinto muss man auch immer im Stall haben, natürlich, für Championate. Demon Phoenix, sehr cooler Name.
Und dann haben wir noch ein Urpferd. Riverdale. Ah. Ich schätze mal, wenn man so einen Namen gibt, dann guckt man auf Riverdale oder hat es gesehen. Und mag ich sehr gern. Nice, nice, nice. Jetzt kommt sie da hinten mit dem verwandelten Pferd raus. Sieht schon außergewöhnlich aus. Richtig krank. Ja, also wenn du noch welche hast, kannst du gerne nochmal wechseln. Ich bin jetzt mit allem durch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit noch irgendwem hätte Bilder machen wollen. Ich glaube aber, das Welchie war auf jeden Fall eins meiner Favorites jetzt. Ein ganz kurz am Handy, nicht wundern. Okay, ich bin wieder da. Ich suche ein Pferd aus, welches ich nehmen soll. Ja, dann würde ich eigentlich echt das Welsh nehmen. Weil. Schreibt man das mit SCH? Welsh? Welsh? Nee. Welsh. Nein. Welsh. Ah ja, genau so. Welsh Pony. Dann kann ich meins abholen. Ah, hast du mehr? Ah ja, genau. Dann das Weiße, stimmt. Du hast ja auch noch das aus der App. Dann würde ich glaube meins auch mal holen. Obwohl ich jetzt eh nicht mehr so lang machen kann. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr so lang machen. Wir treffen uns vor Steve, würde ich sagen. Ich gehe dann auch schnell zu mir im Stall. Okay, komme ich jetzt hoffentlich in meinen Stall, wenn ich jetzt hier reingehe? I hope so. Oh mein Gott, okay, ich bin wieder in meinem Stall. Hier ist sehr unordentlich. Ja. Sorry. Ich muss mir kurz mein Outfit von meinem Pony holen, das ich gerade level noch. Kurze Übersicht über meine Pferde. Die guten stehen gerade hier drin. Die anderen sind so da draußen. Obwohl, das sind auch noch einige gute, also ich werde nichts sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen sind. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nicht schlecht, Herr Fett. So, was war mein Outfit dazu, ist jetzt die Frage. Ich glaube das hier. Ja, das kann gut sein. Ich stelle mich dann mal bei Steve hier. Ah, da bist du ja schon.
Auch sehr süßes Outfit. Ich würde nur für die Schabracke, glaube ich, diesen Pulli anziehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der würde perfekt passen. Den ich jetzt gerade anhabe, der würde perfekt passen zu deiner Schabracke. Naja, macht ja nichts. Sieht trotzdem schön aus. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein bisschen leveln? Ich wollte gerade noch schnell diese Schuhe verkaufen, weil ich die doppelt habe. Ich wollte auch noch so einen Bug ausprobieren. Ich weiß nur nicht, ob der funktioniert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. An Weihnachten ging das nämlich in Winterdorf. Da konnte man... Oh, wie ging das aber nochmal? Ah, cool, du willst ein Rennen machen? Okay, dann machen wir das. Ich bin zu weit vom Start entfernt, willst du mich verarschen? Ich komme! Ich dachte jetzt nur, ist halt, da kriegt man halt kein XP, aber ansonsten können wir das gerne machen, ja. Mein Pony ist halt auch als Level 8, ich weiß gar nicht, welches Level deins ist. Es fühlt sich an, als würde es in Schritttempo gehen irgendwie. Boah, das war knapp. Also ich versuche vielleicht morgen einfach nochmal zu streamen, weil da habe ich bisher jedenfalls noch nichts vor. Nein, bleib doch nicht stehen! Oh mein Gott, scheiße! Auf jeden Fall habe ich da bisher noch nichts vor. Vielleicht kommen dann ja ein paar andere Leute noch dazu. Wer weiß. Freitags vielleicht können da noch mehr Leute irgendwie spät was machen. Mal sehen. Auf jeden Fall macht es auf jeden Fall schon Spaß. Und es klappt jedenfalls jetzt auch besser. Letztes Mal, als ich streamen wollte, hat es irgendwie gar nicht geklappt. Ah. Oh, ich bin... Wieso bleibe ich denn immer hängen? Jetzt hast du mich schon wieder geholt. Nein. Ich kann diese Abkürzung auch nicht. Also, nein. Hey, ich glaube, du gewinnst. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, ich würde noch zu Starshine Ranch gehen, weil da gibt es ganz gut XP so zu kriegen. Okay, wieso steht da jetzt bei dir grün? Hm. Ja, war ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Und nach den Tieren würde ich dann wahrscheinlich auch schon aufgehen. Das kann sein, dass hier im Moment angerufen wird noch. Falls es passiert, dann tut es mir leid, dann bin ich wahrscheinlich ganz schnell weg. Aber es kann sich auch noch eine Viertelstunde ziehen oder so. Okay, du gehst jetzt erst noch da hinten lang. Wegen Tiere. Mir ist eigentlich wurscht. Ich habe da so meine Route, aber ich kann die auch andersrum machen. Dann gucken wir mal erstmal hier. Okay, jetzt rennt sie wieder weg, hä? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich gehe halt einmal so um die Starshine Ranch rum und gucke mich um. Ist ja leider nicht bei allen gleich, wo die Tiere rumsitzen, sondern jeden Tag. Aber irgendwie kann ich langsam auch nicht mehr sitzen. Hier ist auf jeden Fall niemand bei mir. Gut, dann weiter. Ich glaube, ich habe die heute auch noch nicht gesammelt, sonst wäre es natürlich jetzt ein Fail, aber ich glaube, ich habe heute noch nicht so viel gespielt. Ich glaube nicht. Oh, sorry. Da ist auf jeden Fall ein Polen. Juhu. Gut, dann... Oh, mein Fuß tut voll weh.
Ist hier noch irgendwer irgendwo? Ah, du musst auch mal. Falls du noch im Stream bleiben kannst, gerne. Ansonsten, vielleicht sehen wir uns ja wieder. Du kannst gerne abonnieren. Gerne, weil dann merkst du es ja, wenn ich wieder streame und kannst dazukommen. Das wäre sehr cool. Ansonsten sehen wir uns und ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, Leute. Ist sonst noch irgendjemand da? Gerne in den Chat schreiben. Ich kann das sonst leider irgendwie gar nicht sehen. Ich kenne mich noch nicht so mit YouTube aus. Kann ich eigentlich auch aus der Gruppe raus. Ey, ich hasse es, Tiere zu treiben. Das ist wirklich... Das ist... Anstrengung pur. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr sucht. Ich guck mal unten beim Strand noch in die Ecke und dann mache ich aber auch mal Schluss. Ich guck mal ganz kurz mal, was auf dem Handy. Wow. Tolle Antworten, sehr aufschlussreich. Ich glaube, meine Kaninchen wollen auch langsam dann ins Bett. Die dürfen dann auch bald ins Bett. Ah, da ist noch ein Tier. Ich sehe es von hier. Oh, ein Huhn. Da muss ich ja ein neues Huhnfutter kaufen. So, wer reitet denn da hinten? Hey, guck mal meinen Stream an, bitte. Kann noch im Stream bleiben, aber muss halt auch aus SSO. Okay. Ja, kein Problem. Wo könnte noch ein Tier stecken? Es fehlt noch eins und ich muss unbedingt Hühnerfutter kaufen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Hier. Ah, da! Oh mein Gott! Das ging ja jetzt. Oha. Oh nö, ist es ein Schaf? Auch gar kein Bock. Okay, meine Kaninchen sitzen jetzt hier gerade neben mir und wollen ich auch rein, aber ich mach das noch schnell fertig. Eigentlich wollte ich ja den Hodenläufer leveln, ne? Und jetzt level ich mein Welt. Nicht Welt, stopp. Welt springen. Oh oh. Weiß nicht, ob ich da langlaufen kann. Oh, jetzt runterrutscht. Oh. Fail. Süß, wie die einfach Richtung Tür gucken jetzt. Ihr dürft ja gleich rein. Ihr müsst aber auch noch Medikamente kriegen heute. Wo läufst du denn hin, Schäfle? Da lang. Da lang. Ob ich morgen wieder live gehe, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht irgendwas anderes mache, irgendwie rausgehe mit Freunden oder so, aber falls nicht und bisher ist auch noch nichts geplant, würde ich schon nochmal live gehen, gerne. Ich denke mal dann irgendwann abends halt, vielleicht auch mittags, wenn ich Langeweile habe. Aber wie gesagt, einfach abonnieren und Glocke, keine Ahnung, dann wirst du es auf jeden Fall benachrichtigt kriegen oder siehst es dann halt auch. Und ja, dann müsste das eigentlich gehen. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, vielleicht poste ich es da auch, ich bin mir noch nicht sicher. Da heiße ich auch genauso wie hier, nur halt mit Unterstrich zwischen den beiden Namen. Jo, wir haben alle vier Tiere. Woo. Gut, dann hole ich jetzt noch schnell das Futter, sonst vergesse ich das. Jo, Hammer ist gut. Ich weiß nicht, kann ich mir irgendwelche Rennen machen oder lasse ich es einfach heute gut sein? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas zu tun gibt. Aber es ist so schlimm, jetzt habe ich den Hodenläufer. Ich habe einfach gar nichts mehr zu tun. Keine Rufquests, geschweige denn Quests, gar nichts. Ich glaube, ich mache noch dieses Südhof-Rennen, weil ich glaube, es bleibt nicht mehr so lang.
von Guillermo Gadea. Diesem komischen Dude. Die Welties sind auch so süß, vielleicht kaufe ich mir das Weiße trotzdem noch. Ah, du hast kein Insta. Jo, kein Problem. Dann halt nur bei YouTube, reicht ja auch. Also ich weiß nicht, wie es da ist. Wenn man einen abonniert hat, dann siehst du es halt wahrscheinlich, ob man live ist, wenn man auf die Abos geht oder so. Ich kenne mich da auch nicht so perfekt aus, aber das müsste eigentlich klappen. Steht denn der nochmal? Ah, da. Okay. 500 XP gibt es. Oha. Das Rennen ist halt, das zieht sich halt schon ein bisschen. Also die Sprünge sind 10 Kilometer voneinander entfernt. Und aber ja, komm, es ist nicht mehr lange da und dann kann man das auch machen. Oh, ich liebe diese Südhof-Musik, aber die beißt sich jetzt natürlich mit der Gaming-Musik im Hintergrund. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss auch später noch dran denken, die Bilder mir zu schnappen. Von dem Runenläufer, die ich am Anfang gemacht habe, und mit deinem Welch Pony. Dass ich mir die noch aufs Handy ziehe, dass ich die bearbeiten kann. Oh Mann, wie lange geht das? Oh, das zieht sich echt. Hä? Was ist das jetzt für eine unsichtbare Wand gewesen? Ah. Oh, in die falsche Richtung. Oh, kennst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man ein Pferd reitet und dann levelt man das halt, weil man es halt reiten will. Aber du willst es nicht ausleveln, weil du weißt, du reitest es dann kaum noch. Das ist so traurig. Du musst morgen um 4 aufstehen. Oh, scheiße. Das ist krass früh. Musst du so einen weiten Weg zur Schule? Oder was machst du gerade? Warum musst du so früh aufstehen? Ist das nicht normal? Dann würde ich auch langsam schlafen vielleicht, ne? Zum Glück höre ich bald auf. Yay, geschafft. Yay! Oh, jetzt bin ich sogar schon Level 9, oh mein Gott. Ja komm, dann mache ich das Rennen hinten noch und dann höre ich auch auf, denke ich. Ich weiß gar nicht, welches davon, eins davon mag ich gar nicht, dieses komische Arbeitsreitweise, nee. Machen wir nur das Springreiten. Das ist noch recht chillig. Ich glaube auch recht schnell rum. Es ist halt auch so eng hier, es ist so unrealistisch. Niemand würde so irgendwie reiten. Wie soll das denn gehen? Ich muss morgen noch was für die Schule machen und nein, mein Weg dauert eine Dreiviertelstunde. Ja, Dreiviertelstunde ist schon viel, aber es geht gerade noch. Aber vor der Schule noch was für die Schule machen, mein Beileid. Würde ich lieber jetzt machen und ein bisschen länger schlafen oder so. Gut, dann haben wir's. Ah, nee, ich habe mein Trinken verschüttet. Kreis. Hilfe. Jo.
glaube, ich verabschiede. Oder warte. Wenn du während dem Sprung auf X drückst, wirst du nach dem Sprung kurz langsamer. Ja, den Trick kenne ich schon, aber ich spiele halt mit der linken Hand. Linken Hand, ja. Auf WSAD. Und da ist es ein bisschen schwierig, aufs X zu kommen. Also da komme ich mit meinen Händen nicht klar. Aber was ich auch entdeckt habe, ich weiß nicht, ich kann das kurz zeigen. Wenn man jetzt springt und im Sprung lenkt, dann kommt man auch voll gut um die Ecke, glaube ich. Warte mal. Ah, nee. Okay, das war bei irgendeinem Pferd ging das, ich schwöre. Hä? Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch eigentlich unwichtig. Ich setze mich jetzt wieder auf einen Runenläufer, damit ich gleich morgen mit dem weitermache und nicht aus Versehen wieder mein Welchie weiterlevel. Weil das möchte ich nicht. Das möchte ich mir noch ein bisschen aufheben, weil es ist so süß. Es ist so süß. Gut, dann setze ich mich auf Loni. Ziehe meine anderen Klamotten schnell an. Das würde eigentlich auch passen. Was hätte ich da jetzt an? Das. Eigentlich geht es mit der schwarzen Hose auch. Ja, ich glaube so. Bei Ponys, ja, bei Ponys. Hä, aber ich war doch gerade auf einem Pony. Welch Pony ist auch ein Pony. Aber ich glaube, das ging ja bei den Jorvikschen Ponys. Das kann gut sein, das habe ich nämlich gestern damit gespielt. Das kann sehr gut sein, ja. Der kann es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht. Nee, gar nicht. Na egal, ich pack den jetzt mal hier hin. Und genau, dann verabschiede ich mich jetzt mal. Jetzt sind wir auch schon Viertel vor. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob jetzt nur du da bist, Luna, oder noch irgendwer. Auf jeden Fall, falls noch andere da sind, gerne abonnieren. Ich werde bestimmt noch öfter jetzt streamen in nächster Zeit. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Und jo, ich wünsche dir schon lange Starcoins, aber kriegst nie welche. Ja, ich muss die leider selber zahlen. Beziehungsweise, ich kann sie mir zum Glück auch selber zahlen, aber ich habe im Moment genug und werde mir jetzt, glaube ich, auch keine mehr kaufen. Also allgemein, weil, weiß nicht, ich will nicht in dieses Spiel weiter investieren. Man kriegt einfach zu wenig zurück dafür, dass man so viel Geld reinsteckt. Auf jeden Fall einen wunderschönen Abend noch. Schlaft alle gut. Und jetzt hängt der Stream, glaube ich, wieder. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Und genau, bis dann.